Willkommen zurück zu Mega Man 2 bei der Legend of Bugness. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Es geht echt gar nicht klar. Ich hoffe mal, das hört auf. Das ist ein Albtraum. Ich finde den nicht gut. Albträume sind immer schlecht. Okay. Ich brauche eh keinen Energietank, hab ja alle voll. Das nehme ich immer mit. Moment, ist noch nichts verbuggt, das ist nett. Deswegen save ich mich auch ein bisschen durch. Für den Fall, dass es wieder so anfängt. Och nö, nicht wieder ins Wasser. Was war das denn gerade? Weg, du Fisch! Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Nein, da mache ich nicht mit. Oh mein Gott, das ist eine Kacke. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Hilfe, das macht Angst. Oh, nerv nicht rum. Der mich auch immer trifft, ne? Sind schon da? Was ist das denn? Der Würfel V-Tools. Auf mit Meat-Tools und mit anderem Kram zu werfen. Wie treffe ich den denn? Da oben? Hohoho! War ganz knapp. Hast du schon? Hohoho. Okay, nach den Strapazen vorher war das echt eine Genugtuung. So einen kurzen Part zu haben. Mal wieder. Ich glaube, das ist immer in jedem Mega Man-Part so ein. Jedem Mega Man-Spiel ein Boss am Ende dazwischen, der ein bisschen gechillt sein soll. Zumindest sieht so aus. Das nehme ich mal mit, bevor ich den Part beende. Ja, ich beende ihn tatsächlich, genau wie Mega Man 1 schon, der kurze Part halt so kurz war. Da kann ich ja nichts tun, wenn die Bosse so sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der vorletzten Wily Stage. Fragezeichen. Bis dann.